Herzlich willkommen zum Duell des Tages. Wie umgehen mit dem Wolf in deutschen Wäldern? Diese Debatte erhitzt regelmäßig die Gemüter von Tierschützern auf der einen und Landwirten auf der anderen Seite. Im Rahmen des bayerischen Wahlkampfes fordert der Chef der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, heute die Bejagung zu erlauben. Wir stellen also heute die Frage, Wölfe schießen oder schützen. Es diskutieren die Vorsitzende der Tierschutzpartei Brandenburg, Christiane Müller-Schmold, und der Journalist und Publizist Stefan Aust. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Ich fange bei Ihnen direkt an. Sie sind von der Tierschutzpartei, das heißt, man kann assoziieren, wie Sie dazu stehen. Aber begründen Sie doch mal bitte Ihre Position, den Wolf schießen oder nicht schießen? Ja, auf alle Fälle schützen weiterhin. Zum einen ist er streng geschützt nach der FFH-Richtlinie von der Europäischen Kommission und nach dem EU-Recht halt, weil er eine seltene Tierart ist, die bei uns regional in Deutschland ausgestorben war seit über 150 Jahren. Und wir uns sehr darüber freuen, dass er jetzt in die Natur seinen Weg zurückgeführt hat aufgrund des großen Beutetierspektrums, was wir hier für ihn haben. Ich finde das sehr problematisch. Ich glaube, dass Wölfe in der Wildnis sehr sinnvoll sind. Es gibt eine berühmte Geschichte über den Yellowstone Park, dass da das ökologische Gleichgewicht dadurch, dass man Wölfe ausgesetzt hat, nicht eingewandert, ausgesetzt hat, wiederhergestellt worden ist, weil sehr viel Rotwild war, die Bäume kaputt gemacht haben. Und dann haben die Wölfe dafür gesorgt, dass es so einigermaßen gleichmäßig war. Das ist bei uns nicht der Fall. Ich weiß nicht, ob Sie es schon gemerkt haben. Wir sind keine Wildnis. Und die Wälder, die es bei uns gibt, in denen inzwischen sehr viele Wölfe sind, in Brandenburg sind ja ungefähr so viele, habe ich neulich gelesen, wie in Schweden. Aber ich glaube, Schweden ist deutlich größer als Brandenburg. Das ist zu viel. Und ich glaube, es wäre dringend notwendig, dort einzugreifen, weil bei uns die Naturgebiete ja immer nur kleine Inseln sind. Und daneben gibt es dann Landwirtschaft, da gibt es Ortschaften, da gibt es, was weiß ich, Kindergärten. Aber vor allen Dingen gibt es natürlich Betriebe mit Vieh, das hinterm Zaun läuft. Und da kriege ich jedenfalls, bin ja viel auf dem Land, alle paar Tage von irgendwelchen Bekannten oder Nachbarn irgendwelche Videos oder Bilder oder Informationen darüber, dass mal wieder Wölfe über Schafe, Rinder, Pferde hergefallen sind. Finde ich sehr problematisch. Und das hat mit Naturschutz nicht das Geringste zu tun. Gut, da muss man da zum einen dazu sagen, in Schweden sind nur in 25 Provinzen die Wölfe überhaupt zugelassen. Da dürfen die überhaupt nur den Kopf aus der Ecke rausstrecken. Wenn man diese Fläche dem gegenübersetzt, was in Deutschland dem Wolf zur Verfügung steht, dann kommen in Deutschland 0,11 Wölfe auf einen Quadratkilometer und in Schweden 0,17. Also haben die theoretisch eine größere Wolfsdichte dort auf der zugelassenen Fläche. Kann man das sagen. Aber die Frage ist natürlich, ich meine, in Schweden hat ja 10% mehr Fläche ungefähr als die Bundesrepublik Deutschland nach der Wiedervereinigung und nur ungefähr 10% der Bevölkerung. Das heißt, es ist eine riesengroße Gegend und die wissen möglicherweise gut, aus guten Gründen, warum sie das nicht zulassen. Ja, das lassen sie deshalb nicht zu, weil der prozentuale Anteil der Jäger dort noch weitaus größer ist als bei uns. Hm. Und zum Yellowstone-Nationalpark muss man sagen, das waren Wapiti-Hirsche, nicht Rothirsche, die dort, gerissen worden sind von den Wölfen, was sich sehr gut ausgewirkt hat. Ja. Und in Deutschland ist es ja auch so, man hat im Fleming 4 Jagdgebiete über 7 Jahre im Rahmen einer Bachelorarbeit von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde untersucht, über 7 Jahre hinweg, und hat festgestellt, dass man weitaus weniger die Neupflanzungen einzäunen musste. Man hat Zäune eingespart in Millionenhöhe und der Verbiss ist zurückgegangen, weil die Tiere durch die Bewegung, durch den Wolf, halt ihre Flächen halt nicht so. Ja, aber das Problem ist, die Wölfe bleiben doch nicht im Wald. Die Wölfe kommen aus dem Wald raus. Und ich kenne das bei mir in der Gegend. Da gibt es sehr viele Schafe zum Beispiel, die inzwischen wirklich massenweise gerissen werden von Wölfen, die darüber herfallen. Es gibt Rinder, die gerissen werden, und es gibt Pferde, die gerissen werden. Ja. Da kann man doch nicht so tun, als sei das jetzt Naturschutz, die Wölfe da rumlaufen zu lassen. Nein, das ist zum vollkommen einen, absurd. Ganz kurze Frage. Ja? Dazu wären dann Zäune, noch größere Zäune, die Wälder umgreifende Zäune, eine Lösung? Sehr gute Idee.
Ich wohne ja zum Teil im Wald, also ich kenne mich da wirklich ganz gut aus. Und wir haben einen Zaun gezogen, der ist 2 Meter hoch und ist einen halben Meter eingebuddelt, dass sie nicht unterdurch buddeln können. Und oben ist eine Stromlitze drauf. Das hat viel Geld gekostet und kein großes Vergnügen gemacht. Aber wir haben die Dinger vorm Haus gehabt. Und da gibt es mehrere, und zwar eine ganze Menge, die da rumlaufen. Und in der Nachbarschaft, da hat jemand seine Rinder, die hat er in Außentierhaltung, es gibt noch so Boxen. So, und da sind mal die Wölfe ganz nah am Ort, also direkt am Ort, direkt dran. So, da sind Wölfe reingekommen, haben ihm die Rinder umgebracht. So, dann hat er aufgrund mit Geld des Staates, hat er dann Zäune gebaut. Und es hat überhaupt nichts genutzt. Es nutzt nämlich nichts. Wenn Sie einen Zaun bauen wollen, durch den ein Wolf nicht durchkommt, dann muss der ungefähr so aussehen wie in einem Wolfsgehege. Und da können Sie sich vorstellen, wie groß die sind. Und solche Zäune will man eigentlich nicht in der Natur haben. Das kann man sich auch gar nicht leisten. Also das stimmt so nicht. Diese paar Strippen, die da gezogen werden, das ist völlig lächerlich. Nee, also das stimmt so nicht. Also zum einen sind die Zäune, die überwunden worden sind, zu 72% nach der DBB Wolf. Das ist die deutsche Beratungsstelle des Bundes und das Wolf, über den Wolf, sind nicht wolfsabweisend geschützt worden, die Übergriffe. Das geht gar nicht. Das geht. Also denken Sie nur an den Wanderschäfer aus Alt-Landsberg in Brandenburg hier, den Herrn Knut Kutznick, der ist nur in Wolfsgebieten unterwegs. Wie Sie selber sagen, Brandenburg hat die höchste Wolfsdichte. Mhm. Der hat nicht einen Übergriff. Der hat Stromzäune, die er aufstellt, der hat Nachtpferch und der hat Herdenschutzhunde. Auf ihre Pferde bezogen ist es so, dass wenn natürlich einzelne Pferde nur stehen, so wie zum Beispiel auch bei Frau von der Leyen, wo nur das Pony mit noch einem anderen Pferd zusammensteht, steht in der in dem Praxisleitfaden von der Umweltministerkonferenz drin, dass dort die Pferde nur geschützt sind in einem vernünftigen, gesunden Herdenschutzverband. Das ist natürlich nicht der Fall, wenn ich zwei einzelne Pferde umstehen habe. Ich kann Ihnen sagen, bei mir in der Nachbarschaft, da gibt es große, große Pferdeweiden, wo die Züchter Pferde laufen haben und die werden in den Graben getrieben. Und dann machen sich die Wölfe darüber her. Wissen Sie, das hat mit Natur. Ja, wissen Sie, es kann alles passieren. Man kann auch unter ein Auto kommen, so ist es nicht. Und es kann auch ein Flugzeug abstürzen, das ist richtig. Aber warum man sich jetzt unbedingt, auch das kann sicherlich passieren, deswegen sind ja die Sitze auch so hoch, damit die runterschießen, ne? Und nicht parallel schießen. Aber Sie können solche Zäune, die Wölfe tatsächlich abweisen können, können Sie nicht bauen. Jedenfalls nicht in der Menge, in der das notwendig wäre. Sonst müssen Sie jedes Waldgebiet in Deutschland einzäunen, damit die nicht rauskommen. Man muss ja nicht die Waldgebiete einzäunen, sondern muss man die Herden nur mit anderen Zäunen versehen. Dann können Sie sagen, ich bin sofort dafür. Ich bin sofort dafür, die auszusetzen. Übrigens sind, glaube ich, auch viele von denen ausgesetzt. Ich bin nicht so sicher, ob die alle eingewandert sind. Also da muss ich jetzt doch über, sag ich mal, im Rahmen dessen, ich habe mich ja so ein bisschen auch so über Sie logischerweise erkundigt, und im Rahmen Ihrer Vita muss ich mich doch über diese Äußerungen sehr wundern. Wieso meine Vita? Ich war nie Wolf. Nee, Sie waren nie Wolf, aber ich sag mal, Sie haben ja immer sehr guten Journalismus betrieben. So habe ich das jedenfalls kennengelernt. Und da muss ich mich über so eine kruden Bemerkungen, sag ich mal, sehr wundern, dass Sie ausgesetzt worden sind. Oder wie Sie auch am 4.9. gesagt haben, warten Sie mal. Eventuell, hatten Sie gesagt, es könnte sein. Und Sie haben gesagt, na, man weiß ja auch nicht, ob die nicht aus den Wolfsgehegen ausgesetzt worden sind, weil man nicht weiß, wo man mit den alten Wölfen ist. In der Tat eine sehr interessante Frage. Und deswegen würde ich... Aber haben Sie dafür Fakten? Haben Sie Belege dafür? Ja, aber ich sage nur die Dinge, wenn ich sie wirklich beweisen kann. Und ich bin jetzt nicht derjenige, der in den letzten Jahren darum recherchiert hat. Aber es gibt da viele Anzeichen dafür. Und ich kann Ihnen sagen, um das zu vermeiden, damit solche Gerüchte gar nicht erst auftauchen, kann ich sagen, würde ich einen dringenden Vorschlag machen. Könnten Sie auch vorschlagen? Übrigens habe ich das auch den vielen Politikern schon gesagt. Wenn wir Fohlen auf die Welt bringen, Pferde, dann müssen denen Haare abgenommen werden. Und dann wird eine DNA-Analyse vorgenommen, von welchem Hengst dieses Fohlen tatsächlich abstammt. Ob der Hengst, der in den Papieren steht, ob der tatsächlich der Vater ist. So, deswegen würde ich dringend empfehlen, von allen Wölfen, die in Wolfsgehegen sind, eine Vorschrift zu machen, dass man DNA-Proben nehmen muss, damit man feststellen kann, ob wenn dann mal wieder ein Wolf irgendwelche Tiere reißt, ob der möglicherweise eine gewisse Verwandtschaft. Also die DNA, da ist gar nicht notwendig, weil die, sag ich mal, DNA-Spuren von den Wölfen... Notwendig?
weil die DNA-Spuren an den Rissen von den Wölfen, die genommen werden, im Senckenberg-Institut untersucht werden. Ja, das ist übrigens noch ein ganz interessanter Punkt. Ach, da kommen Sie wahrscheinlich jetzt mit vorgehen, ne? Wahrscheinlich. Entschuldigung, das ist ja, das ist ein einziges Institut, was die Untersuchungen alle macht. Was weltweit anerkannt ist. Ja, das mag ja alles, mag alles sein. Das können aber auch andere. Wenn die das bei Pferden und bei Kühen können, dann können sie es bei Wölfen auch. Deswegen würde ich dringend empfehlen, das auch an andere Institute zu geben. Und ich würde dringend empfehlen, das von allen in einem Lager, in einem Wolfsgehege gehaltenen Wölfen eine DNA-Probe abgenommen werden kann, damit eben nicht der Verdacht auftreten kann, dass die auf diesen Wolfsgehege stammen. Also das sagen Sie mal den Betreibern von den Tierparks, die Wölfe halten, dass sie verglauben, dass sie entsprechend Aussagen sind. Das ist eine andere Frage. Nee, ich sage, damit solche Gerüchte gar nicht erst auftauchen, würde ich vorschlagen, dass die, genau wie bei empfohlen, eine DNA-Probe geben müssen. Aber wer gibt denn so eine Gerüchte in die Welt? Das sind doch die Leute, die daran interessiert sind, dass die Wölfe abgeschossen werden. Frau Müller-Schmidt, ganz kurz die Frage dann an Sie an der Stelle. Wenn Sie sagen... Was machen die mit den Wölfen denn eigentlich? Wenn Sie sagen, das Tier muss geschützt werden, ist es dann die Antwort an die Landwirte zu sagen, da bis jetzt in Deutschland noch kein Mensch angegriffen worden ist von einem Wolf, müssen die Landwirte die Tiere, die gerissen werden, in Kauf nehmen zum Schutze des Wolfes? Ist das Ihre These? Ja, auf jeden Fall müssen die Tiere, die Wölfe, weiterhin streng geschützt bleiben. Weil wenn man sich anguckt, 2018 zum Beispiel in Niedersachsen sind 132.000 Rinder alleine auf der Abfallverwertungsanlage gelandet. Ohne dass die einen Nutzen hatten, die sind nicht bei der Schlachtung gelandet, sondern sind einfach wegen Vernachlässigung, schlechter Behandlung. Dazu wollen Sie jetzt die Wölfe haben. Nee, aber im Verhältnis gesehen zu den 132.000 waren 2018 15 Rinder von Wölfen gerissen worden. Das sind 0,005%. Jetzt frage ich mich, wovon wir hier reden. Weil ich sag mal, wenn mir 132.000 Rinder egal sind, die ich mal einfach so auf den Müll schmeiße, weil die Kosten für einen Tierarzt mir zu hoch sind, was das Kalb nicht wert ist oder das Rind nicht wert ist, dann brauche ich doch über 0,005% nicht reden. Die muss ich dann einfach mal einkalkulieren. Im Rahmen des Tierschutzes auch. Ach so, das ist eine Frage des Tierschutzes, dass die Tiere dann von den Wölfen gerissen werden können. Wenn sie nicht in der Lage sind oder nicht willens sind, die Tiere zu schützen. Die Wölfe müssen doch, wenn sie in der Wildnis sind, im Yellowstone oder wo auch immer, dann müssen sie hart arbeiten, um ein Reh zu erlegen. Genau. So, und um sich satt zu fressen. Das hat mit Natur nicht das Geringste zu tun, wenn die dann in einen umzäunten Bereich vordringen können. Und da sind Tiere, die nicht abhauen können. Und dann geraten die geradezu in einen Blutrausch. Ja, das ist kein Blutrausch, das ist der Beutefangreflex. Ja, oder? Gut, das kann man so oder so benennen. Das macht aber keinen Unterschied. Das macht schon Unterschied, das andere ist polemisch. Geht vom Wolf eine Gefahr für den Menschen aus, wenn er jetzt schon in Dörfer und Kommunen eindringt? Also, es geht keine Gefahr aus, also jedenfalls von 1950 bis... Von 1950 bis 2000 in der NINA-Studie ist von nordeuropäischen Forschern festgestellt worden, dass ganze 4 Menschen, sicher um jeden einzelnen Menschen, schade. Aber 36 sind in diesem Jahr alleine durch Jagdwaffen umgekommen, wenn man das mal ins Verhältnis setzt. Ja? Und 50 Menschen, wenn Sie solche Verhältnisse herstellen, dann können Sie auch sagen, es kommen jedes Jahr ungefähr 2000 Leute in Verkehrsunfällen um, aber 4000 fallen die Treppe runter. Und wie viel werden durch Wildschweine verletzt? Also da müssen wir uns müssen wir alle Wildtiere abschaffen, damit sie alle ihre Nutztiere halten können. Das war eine lebendige Debatte. Die Nutztiere abschaffen. Ich würde mit Ihnen auch noch bis 20 Uhr weiter diskutieren. Gerne, aber wir müssen es jetzt hier beenden. Dankeschön für die Debatte. Sehr gerne. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.